Da sind ja überhaupt keine Wachen mehr. Okay, dann kann ich hier einfach hier durchgehen. Weil es stand da noch Pepsi Guard, aber die sind wahrscheinlich weg seitdem Cesare, ne? Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patrizio. Memento Mori. Lucrezias ehemaligen Liebhaber Patrizio verfolgen und das Gemälde von Leonardo zu finden, das sie ihm gab. Bei der Verfolgung nicht die Dächer nutzen. Dann probieren wir es mal ohne die Dächer. Auf jeden Fall ist es ziemlich schwierig. Komm, mein Freund. Oh Gott. Diese Hure schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gern in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palazzo, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucrezia begegnet. Die Güte, es wieder zurückzubringen. Gott wird es euch danken. Checkpoint erreicht, das ist schon mal was. Ja, chill einfach da, ne? Klappt gut bisher. Verdammte Bauern, kommt mit mir. Okay, wir müssen wieder ein bisschen Stück laufen. Könnt ihr mal richtig laufen? So, habt ihr es jetzt?
Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumben. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa. Putana! Ich habe es mir überlegt. Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören. Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf. Es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Behandle es mit Respekt. Geh. Na, und hinterher. Der Typ ist auf jeden Fall mega schnell. So viel kann man sagen. Wird fliehen. Und dann gehen wir wo? Ja, ist klar. Natürlich denken die Menschen natürlich nicht rational, lass mich erstmal durch den Täter, weißt du? Das Rationalste ist doch einfach, den Täter in Ruhe zu lassen. Und yes. Puh, geschafft. 100%, alles klar. Memento Mori. So. Und Gott weiß, wie schwer es ist, weiße Wäsche wieder sauber zu bekommen. Oh Gott. Na egal, ich schwimme jetzt einfach. So. So, jetzt gehen wir direkt mal zum nächsten Punkt. Müssen jetzt auf jeden Fall nochmal. Also uns fehlen noch 3 Gemälde. Ich glaube, 1 oder 2 kriegen wir jetzt auf jeden Fall nochmal per. Also ich glaube, es sind noch 2 Aktionen, da haben wir alle. Und dann gibt es noch das End, die Endmission sozusagen. Und ich denke, wir machen noch 1 oder 2. Je nachdem, wie es läuft. Ja, das ist wahr. So, okay, klopfen wir mal an die Haustür und fragen, wo das Bild ist. Buongiorno. Ist dies das Haus von Francesco Colonna? War es. Doch jetzt gehört es der Bank. Wir haben alles verloren. Auch Da Vincis Gemälde? Ein unbedeutender Teil der Sammlung. Ich bin trotzdem an Ihnen interessiert. Die 3 Gemälde wurden versteigert und an einen Händler aus Firenze verkauft. Er wird jeden Moment vom Hafen aus in See stechen. Grazie mille.
Bon voyage. Leonardos Gemälde beschaffen, bevor der Händler damit in See sticht. Nicht von den Jüngern in Rom entdeckt werden. Das ist ja voll behindert. Das ist, glaube ich, die erste Mission, die ich nicht schaffe. Der heilige Stuhl hat die neuen Verhaltensregeln bezüglich. Fabrik Nils heute im Hause kommen. Er wird sich noch etwas brechen. Naja, die wichtigste Änderung betrifft. Okay, dann gehen wir schnell zum Hafen und holen den Kunsthändler. Genau, das ist nämlich die Mission. Da treffen wir jetzt einen sehr bekannten Charakter. Sehr geliebten Charakter aus Assassin's Creed 2. Falls jemand das DLC noch nicht gesehen hat, das wird euch überraschen. Falls jemand das DLC schon gesehen hat, das wird euch trotzdem nicht überraschen. Aber zumindest müsst ihr vielleicht lächeln. Ne? Schon mal etwas. Na, ich hätte doch hier hochgemusst, vielleicht. Da ist er. Ezio Auditore. Komm wieder zum Hafen, wenn ich nach Roma zurückkehre. Dann zeige ich dir meine Kabine. Du lebst in dieser drittklassigen Stadt, statt im schönen Firenze? Wie tief du gesunken bist. Duccio, wir sind keine Kinder mehr. Sieh dich um. Dieses Mal habe ich Hilfe. Und du bist ganz allein. Ich warne dich. Wir reden doch nur, oder nicht? Ich sehe, diese Stadt hat Wunder an eurer Schwester bewirkt. In Firenze wollte sie ihre Beine nicht spreizen. Jetzt ist sie die Kupplerin von ganz Roma. Cazzo! Was steht ihr da so rum? Gebt's ihm! Oh, Jungs. Du kannst mich schlagen, aber das heißt nicht, dass dich Firenze wieder willkommen heißt. Du hast also, du hast geübt, Junge. Du hast geübt, mein Freund Duccio. Krieg dich, Duccio. Lauf gar nicht erst weg, mein Freund. Dein Vater gab vor, einer von uns zu sein. Aber für uns wart ihr immer nur Außenseiter. Oh Mann, mit deinen Beleidigungen kommst du nicht gerade bei mir beliebt an. Boah, jetzt kriegst du erstmal richtig auf die Fresse, Duccio! Packt ihn! Hm.
Oh, Jungs, ey, ich bin so am Tanzen hier. Oh, Junge. Willst du hier richtig auf die Fresse, mein Freund? Oh mein Gott, bist du schlecht. Du wirst jetzt den Mund halten und mir geben, was ich will. Die drei Da Vinci-Gemälde. Eins ist auf dem Boot. Die anderen wurden an einen Kardinal verkauft. Er zeigt sie hochrangigen Mitgliedern der Kirche. Wie komme ich da rein? Woher soll ich das wissen? Geht, fragt eure Hure von Schwester. Bestimmt hat sie schon mit diesem Kardinal geschlafen. Oh! Duccio de Luca, wo ist Marco? Er sollte mich hier treffen, nachdem er ein Da Vinci-Gemälde im Vatikano untersucht hat. Stellt euch vor, wenn wir den Tempel öffnen, beginnt die wahre Renaissance. Und die Lehren von Hermes werden jedermann bekannt sein. Geduld, Brüder. Bald kennen wir das Geheimnis dieses Gemäldes. Komm hoch hier. Okay, das wird jetzt eine kleine Party. Ah, scheiße, okay. Naja. Ergreift ihn! Sollen wir machen. Ah, scheiße, scheiße. Egal. Was soll's. Statue in der Mauer oberhalb des Käsehändlers gestohlen hat, die Güte, es wieder zurückzubringen. Okay. Ist schon mal etwas, aber leider nur 50%. Aber naja, was soll man machen? Duccio ist schon längst weg. Müssen auf jeden Fall jetzt zu Claudia. Okay. Mach ich diese Mission jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ha, ich denke schon. Die mache ich jetzt, denke ich, noch. Ich denke schon. Wir haben jetzt schon eine gute Stunde aufgenommen. Und dieses Scheißbordell gehört mir, also hör auf, mich darüber aufzuklären. Zumindest versuchen, es mir einzureden, nicht Böses zu tun. Buongiorno. Wissen die Damen etwas über eine Kunstausstellung in der Stadt? Du bist wieder in Roma. Mit gerade genug Zeit, dich zu besuchen. Ezio, lüg mich nicht an. Ich muss in eine private Ausstellung von Da Vincis Gemälden. Es soll heute eine Ausstellung in der Engelsburg geben. Du brauchst eine Einladung. Zum Glück weiß ich, wo du eine herbekommst. Damit kommst du in die unteren Stockwerke. Nach oben dürfen nur die Kardinäle. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Sieh, sieh. Ein paar meiner Mädchen begleiten dich. Buona fortuna. Lass dich nicht erwischen. Ach, Claudia. Ach, Claudia, meine Liebe.
Einladung in letzter Minute. Die Einladung zur Kurzausstellung in Minute wieder des Anliegen finden, ohne geschnappt zu werden. Einladung last minute. Alles klar, gehen wir zur Kunstausstellung. Dieses entzückende Ritornato von Papa Giorgio. Irgendwie ist das entweder ein Kartenbug oder ist es extra so, ich weiß es nicht mehr. Ist ein bisschen her, dass ich Da Vinci Verschwinden gespielt habe. Aber egal, wir haben Duccio wieder getroffen, den guten Alten, den wir verkloppt haben am Anfang von AC2. Als der noch mit der lieben Claudia zusammen war. Haben wir leider gerade nur 50% bekommen. Eigentlich dachte ich hätte es ja schon bekommen, aber das zählte auch für das scheiß Schiff, ne? Und das ist natürlich behindert. Und da dachte ich, ja, machst du halt Pfeilhage, weil du dann ja alle triffst, ne? War nicht so. Oh Gott, wieso denn? So, haben wir kaputt gemacht. Ist mir auch sowas von scheißegal, ich darf ja nur keine Wachen liegen lassen. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Einladungskarte. Jetzt müssen wir erstmal mit den Kulisaren treffen, dann die Einladung holen wir uns. Alles klar. Gut, dass ich ein paar Freunde habe. Habe ich jetzt auch nur 50% Scheiß drauf, weißt du? Scheiß drauf. So. Hol uns die Einladungskarte, los. Die Einladung ist nicht hier. Ich bringe sie dem Signore. Ja, Einladung erhalten, sehr schön. Mörder! In Gottes Namen, bleib mir fern! Oh, Elend! Nein! Madonna! Bereit? Ora! So, da hätten wir das auch geschafft. So, normalerweise gehen wir jetzt da rein und machen alle fertig. Allerdings, nein, machen wir nicht. Denn ich muss leider aufhören, tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Und zwar, ist jetzt die Ladezeit abgelaufen. Wir haben jetzt 19.57 Uhr und ich wollte bis 20 Uhr machen ungefähr. Naja, egal.
Aber was ich sagen kann ist, danke fürs Zusehen, danke fürs Liken, das wäre nämlich sehr nett. Schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, was man verbessern könnte oder wenn ihr Potenzial in mir seht, was man noch verbessern könnte, ne? Wie auch immer, schreibt's rein, gebt ein Like, gebt eine Bewertung, egal was, wie es euch gefallen hat oder wie es euch nicht gefallen hat, je nachdem, ne? Und abonniert, wenn es euch gefallen hat, außerdem und ihr mehr von mir sehen wollt, immer up to date sein wollt, immer eine Abo-Liste dann gesehen haben wollt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, also man sieht sich, bis dann, haut rein. Tschö.